Und willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Gothic 3. Wie ihr wahrscheinlich am Ende gesehen habt, war das Ganze sehr schnell missglückt. Wir sind gestorben. Und das hat uns natürlich überhaupt nicht so gut gefallen. Denn, ja, ich war so dämlich und habe vergessen zu speichern, sodass jetzt alles von vorne gespielt werden muss. Und damit genau das nicht der Fall ist, habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, tu was Gutes für die Community, zeig ihnen, dass du nicht nur doof bist, sondern auch vorarbeiten kannst. Habe den ganzen Mist noch einmal gespielt, sprich nochmal die Ork-Patrouille getötet, nochmal in Redok die Quests abgegeben. Bin nochmal durch die Höhle gelaufen, hab die Truhe aufgemacht, auch die Truhe neben der Höhle, bin dann nach Khabdun gegangen und habe dann wieder den Weg zu dieser Höhle hier genommen und habe auch hier alle Truhen wieder aufgemacht. Wie ihr hier sehen könnt, stehe ich hier wieder da, wo wir auch gestorben sind in der vorigen Folge und auch, ja, hier oben der Minecrawler ist tot. Wir haben wieder einen Blick nach unten. Und wenn wir jetzt darüber gehen, ich meine, da hinten sehen wir sie auch schon, die netten Herren Ogre. Und ja, ich würde einfach sagen, dass wir dann hier einfach wieder rausgehen, weil bin ehrlich, ich hatte gespeichert und wollte nochmal wissen, ob ich das jetzt mal schaffe. Und ich habe es viermal probiert gegen die Ogre, also gegen einen Ogre. Und ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft. Und bevor wir das gleiche Spiel nochmal machen, wie wir es dann hinten bei der Patrouille hatten, denke ich, gehen wir jetzt erstmal weiter. Und ich weiß auch schon wohin. Oh, hier sind noch Kräuter. Nämlich, passt auf, hier unten war ja auch noch ein Höhleneingang, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar in dieselbe Höhle, nur in eine andere Ebene, also ein bisschen tiefer. Dort gab es einen Raum mit drei oder vier Ogern und eine Masse Truhen, die wir natürlich auch nicht schaffen, weil ich ja einen Oger sowieso nicht platt kriege. Aber es ging auch ein Weg nach unten und den wollte ich mit euch jetzt zusammen gehen. Dachte mir, könnte interessant werden, denn dort waren wir noch nicht. Ihr seht auch unten, ich habe mir die Leisten etwas anders gezogen. Auf 9 jetzt die Fackel. Ja, da ist sie. Denn ich habe vor, nicht mehr nur noch einen reinen Schwertkämpfer zu kreieren. Nein. Ich dachte mir, lass uns so auch ein wenig altes Wissen nehmen und dann ein paar Fähigkeiten, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Denn ich habe mit einigen Rollen mal gegen einen Minecrawler gekämpft, mit diesen Feuerballrollen. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Die Viecher gingen sehr schnell kaputt. Oh, was haben wir denn da? Oha. Na, als ob wir das. Das sieht mir aus wie ein Drache. Als ob wir dieses Vieh schaffen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal runter. Ist das auch noch ein Minecrawler oder ist der tot? Drachenwurzel. Ich glaube, der Minecrawler ist tot. Der Drache steht da unten. Ist das der einzige Drache oder laufe ich jetzt hier in Gefahr, von fünfen gleichzeitig angegriffen zu werden? Ach du heilige Pimpanelle. Ja. Das Let's Play fängt ja schon sehr lustig an. Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir so unentdeckt hier. Boah, ich habe gerade, der Schatten hat mich gerade erschreckt, weil ich dachte, der kommt jetzt auf uns zugerannt. Mal gucken, wie viel wir jetzt hier so abernten können, ohne von dem Drachen gesehen zu werden. Und deswegen bin ich jetzt mal ganz, ganz leise. Guck mal, dass wir uns so ein bisschen dran vorbeischleichen können. Nicht, dass der uns jetzt gleich sieht. Ich riskiere mal einen Blick. Da ist er. Da ist er.
Der sieht natürlich richtig brutal aus. Ich speichere jetzt nochmal das Spiel. Auch wenn ich es vor 2 Sekunden nochmal gemacht hatte. Denn ich möchte jetzt einfach mal das Schwert ziehen und gegen den Drachen kämpfen. Oh, der scheint gar nicht so stark zu sein. Oh, was? Und ich sag noch, der scheint gar nicht so stark zu sein. Der hat uns mit einem einzigen Schuss weggepustet. Ach, und da hinten, seht ihr das hinten? Da ist noch ein Drache. Das heißt, es ist nicht nur einer hier unten, sondern es ist direkt eine ganze Armee. Laden wir doch direkt nochmal das Spiel. Aber ich hatte gedacht, nach dem ersten Schlag hätte ich dem schon extremst viel abgezogen. Hatte ich irgendwie so gesehen. Ich bin fast schon geneigt dazu, es eben nochmal zu probieren und ihn einfach mal schneller anzugreifen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das mache ich mal. Auch wenn es jetzt hier auf die Zeit vom Let's Play geht. So leid es mir tut. Ansonsten überspringt einfach die nächsten guten 2 Minuten. Wo ich hier mich an dem. Oh, okay, ich sehe es gerade an seiner Leiste da oben. Ja, okay. Also, ich hatte ihm doch nicht so viel abgezogen, wie ich dachte. Ich habe echt irgendwie vielleicht ein Grafikbug gewesen oder so. Ich habe gedacht, ich hätte ihn mit einem Schlag schon ein gutes Drittel seiner Leben gezogen. Aber die Viecher scheinen stärker zu sein, als angenommen. Ja. Dann eben nicht. Dann haben wir wieder was, was wir später machen können. Und ich habe sogar das Gefühl, dass die Drachen sogar noch stärker sind als die Oger. Das heißt, wenn wir die Oger nicht schaffen, schaffen wir die Drachen auch nicht. Und das wiederum heißt, wir müssen erst oben und dann hier unten weitermachen. Aber ihr seht jetzt links und rechts jeweils einen Drachen, wenn ihr die, ich glaube, auf Vollbild ist das jetzt gerade gut zu sehen. Also hier unten geht auch wieder richtig die Post ab. So, dann brauchen wir uns ja jetzt gar nicht hier weiter durch das Höhlensystem zu schlagen. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den Teleportstein nach Khabdun. Und da sind wir auch schon. Gucken mal gerade beim Alchemisten vorbei. Ich wollte nämlich an den Alchemistentisch. Hier muss doch dann irgendwo einer stehen. Da ist er auch schon. So, denn wir brauchen Heiltränke. Ja, wir können wieder genügend machen. Ich nehme mal 6 Stück. Das müsste reichen, weil wir haben sonst keine Fläschchen mehr. So. Oh, da ist Wasser. Können wir ein bisschen trinken. Und dann gucken wir mal, dass wir mal mit dem hier reden. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Natürlich. Oh, hier können wir sogar den Schweinehirten verpfeifen. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Aha. Ich wollte eigentlich mit einem reden, wo wir uns Dietriche kaufen können, denn wir haben keine Dietriche mehr. Ich hatte eine Kiste aufgemacht in der Nachspielphase Zeig mir deine Ware. und die hat sage und schreibe 8 Dietriche verbraucht. Die Spitzhacke lassen wir. So weitermacht, wird das nie was. Ja, die schöne Halskette haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Ja, warum nicht? Ich habe dafür diesen Ring hier bekommen und Mana brauchen wir ja jetzt nicht so. Wobei, wir können noch mal lieber einen Mana-Ring benutzen und statt 20 Energie dann einfach 10 Mana, 10 Solltest Energie meine Bart nehmen. annehmen. Ach so, ich verkaufe jetzt hier gerade übrigens ein paar Rollen, die wir
so nicht mehr brauchen. So. Um noch ein bisschen Geld zu machen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, Reis kann weg, Äpfel können weg, Fleisch können wir braten, dann gibt das wieder mehr. Am besten, du hältst dich da raus. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe auch hier Erz gefunden, magisches Erz und Goldbrocken. Ein großer Brocken Gold, man kann daraus eine Menge Münzen machen. Also das nur mal so am Rande. Wir haben hier also ein paar neue Gegenstände auch dadurch bekommen, dass ich einfach nochmal Neustart gemacht habe. Und ja, ich hoffe, dass uns das weiterbringt. Ich habe noch keine Ahnung, zeig mir deine Ware, was ich damit überhaupt machen kann. So, holen wir uns doch Dietriche. Die kosten ja nur 10 das Stück. Und jetzt wäre mein Vorschlag, wir gehen mal hier rauf. Und schauen doch einfach mal, was hier oben ist. Denn hier soll ja irgendwo ein Paladin sein. Und wir haben die Arena ja auch noch nicht gefunden. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. So, dann pflücken wir jetzt noch ein paar Heilpflanzen, die wir hier so gerade rumliegen sehen. Da ist noch eine.